So, wir sind jetzt auf dem Weg Richtung Saint-Sauveur, um ein bisschen kleine Besorgungen zu machen. Wir fahren gerade mit Uber wie immer. Uber funktioniert doch top und ist auch dementsprechend günstig, wie er schon immer war bis jetzt. Wir sind jetzt angekommen. Oh, wir sehen jetzt einen Flieger. Ja, da das Hotel auf der anderen Seite ist vom Flughafen, sieht man dort die Flieger gar nicht, also die Flugzeuge. Jetten. McDonald's. Kentucky war auf der anderen Seite, ja, genau. Pizza Hut, Kentucky. Ja, egal. Dort bei Spinis sind diese Wechselautomaten, oder? Bei dem Supermarkt. Oder? Ich glaube. Oh ja, ganz hinten von Spinis. Da ist Kleopatra. Was wird hier gemacht? Was wird hier gemacht? Das ist Malerei. Wird sie nur gemalt? Ja, du das malen. Ach so, wie langweilig. Aber wunderschön. Sieht so. Stimmt, jetzt gibt es dieses Kitzel. Buy two, get two free. Das heißt, zwei Papa. Zum Preis von vier. Papa? Nein. Ich glaube, wir for you. Kitzel.
4 Euro. Mmm. Mmm, crunchy. Wegen der Karte oder was? Und weiter geht's. Wir haben jetzt nur kurz was für unsere Handys, Hüllen gekauft. Und die Kinder haben sich diese Halterungen gekauft. Keine Ahnung. Man müsste gucken. Ja, wir müssen wechseln zuerst. Da habt ihr einen Vodafone-Shop, was ich euch gesagt habe. Da habt ihr auch Etti-Salat da vorne. Ah ja, wie ist auch hier, genau. Wie habt ihr hier? Sind so Gegner. Mittlerweile, was ich so rausgehört habe, sind alle Anbieter für ihre Art und Weise gut. Wir benutzen es jetzt seit 2 Jahren Vodafone und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Netz. Ist sehr empfehlenswert. Ja, Vodafone gehört, ist die deutsche Version von A1 und A1 ist in Österreich. A1 heißt es in Österreich, in Deutschland heißt es Vodafone, also mit demselben Netz. So habe ich es mir sagen lassen. Überall gibt es, wenn du eins kaufst, gibt es eins gratis. Wenn du zwei kaufst, gibt es zwei gratis. In jedes Geschäft. Was von der Apotheke? Nö. Sagt der Apotheke Salbe? Was für Salbe? Walaikum Salam. Und für meinen Anfang. Das ist für meinen? One for man, one for you. Aha. Wow. Das ist für Women. Wow, das riecht so gut. Das ist zu stark. Das ist für Unisex, für Mann und Women.
also have a good price. If you want to have a look at the menus. Okay, you come back then. Thank you. Riech mal das. Das riecht mega. Ach, also es riecht extrem stark. Aber gut. Das ist für die Frau. Meine Tasche. Welches da rein? Das ist für beides. Ja, genau. Dort ist diese Kinderabteilung. Wechseln Sie. So, jetzt zeigen wir euch, wo die Automaten sind. Wir sind ganz hinten. Nein, es ist ein anderer. And if you like to ask me what meaning, book a little. Okay, yes. Warum? Da ist Schluss. Ah, okay, dann gehen wir so. Nein, nein, da, oder? Wie viel ist der Flaschen? Ach, der Mann. Hallo. Und ich schaue bitte. Hallo, bitte mal. Genau. Wir haben jetzt noch eine Runde gemacht. Ja, andere Seite. Sorry. Kein Bock. Geradeaus. You can have a look, sir. Thank you. Hello. So, genau, hier sind die Wechselautomaten. So, jetzt gehen wir wechseln und dann schauen wir mal. Und sagte ihm was Falsches und eine komplette Haar ist weg. Ja, hier sagst du was. Ja, wenn Mama das macht, ja, aber ich habe eine
Du wolltest in den Supermarkt ja reingehen, oder? Meme. Momo. Das ist auch cool. Ja, wie jeder von euch weiß, ist Sensor Mall, ich sage mal, einer der teuersten Einkaufszentren hier, wenn überhaupt nicht das teuerste. Aber ja, es ist ja, sind ja hauptsächlich Touristen hier und deswegen auch die Preise. Kommst du da nicht weiter? Lager ist da. Okay, dann gehen wir ins Lager. Mal gucken, was es gibt. Babyspielzeug. Ägyptopoli. Ägyptopoli. Ariel? Hm? Was ist Persil? Persil. 18 Pfund? Ja. Nur dann, 50 Cent? Ich hoffe, weil wir wirklich nicht so. Das ist Persil. Hm. Schauen wir mal, was ist. Guck, Ariel. Ariel. Richtig, genau. Ja, aber Lenore will ich auch haben. Ah. Das ist Lenoir. Nein, die Marke. Was gibt es hier nicht in Ägypten? 1 Euro. Was gibt es hier nicht in Ägypten?
Es gibt aber andere. Okay, man hört, ja. Das gibt's aber nicht normal. Heinz, schon. Wollt ihr irgendwas Süßes? Nehmt euch was, sucht euch was aus. Amina? Da, sucht euch was aus, hier gibt's eh genug.